Ich bin Gräfin Bartori. Gräfin Erzschibet Bartori? Ja. Was hörtet ihr denn über mich? Dass ihr von jedem geachtet und gefürchtet werdet. Der König schuldet mir ein Vermögen, was von Vorteil für mich ist. Was sind denn eure Schwächen, Gräfin? Ich bin eine Frau. Ich liebe schöne Kleider. Und ich liebe goldenen Schmuck. So wie ihr, lieber Bischof. Es stimmt, dass die meisten Frauen schwach sind. Und zwar dann, wenn es um ihr Herz geht. Wird er deine Affäre? Unter Umständen. Unbedingt. So wie jetzt habe ich noch nie empfunden. Du solltest seine Haut sehen. So zart, so makellos. Empfindest du etwas für ihn oder für seine zarte, junge Haut? Du hast kein Recht, mich hier einzusperren. Sie wird dich niemals heiraten. Dein Blut ist nicht edel genug. Ich liebe sie, Vater. Für Liebe ist kein Platz in unserer Welt. In deiner Welt? Ich habe gewartet, aber kein Zeichen von dir. Ich glaube, ich hätte ihm mein Gesicht nie bei Tageslicht zeigen dürfen. Denk nicht mehr an diesen Mann. Ich bitte dich. Aber wie? Es ist nicht nur das Aussehen. Meine Haut fühlt sich ganz anders an, als wäre ich viel jünger. Es war kein Blut mehr in ihr. Es sind Dämonen im Wald. Womöglich die Bartori selbst. Jetzt müssen wir stärker sein als dein Vater, der unsere wunderbare Liebe zerstören will. Schön und jung bleiben zu wollen.